Hallo und herzlich willkommen bei den MWM Service Tutorials hier in Mannheim. Mein Name ist Alexander Glotz und heute geht es rund um das Thema Zündkerzenwechsel. Um den frühzeitigen Verschleiß von Zündkerzen zu vermeiden und um Explosionen zu verhindern, gibt es einige Dinge, die man beachten muss. Doch bevor ich euch das erkläre, hier noch ein paar Sicherheitshinweise. Denkt an eure Schutzbrille und an eure Sicherheitshandschuhe. Und lasst das Aggregat vorher etwas abkühlen, um Verbrennung zu vermeiden. Um die Zündkerze in unserem MWM-Aggregat zu wechseln, lösen wir zuallererst die Steckverbindungen von der Zündspule und von dem Brennraumtemperatursensor. Als nächstes lösen wir die Schrauben von dem Zündkerzenfangschutz. Als nächstes lösen wir die Zündkerze. Dazu nehmen wir das Spezialwerkzeug, was extra zum Zündkerzenausbau gedacht ist. Ist die Zündkerze demontiert, steht als nächstes die Reinigung an. Das mache ich am besten mit unserem Spezialwerkzeug. Damit gewährleiste ich, dass meine wärmeableitende Schicht auch nicht abgetragen wird. Jetzt muss ich die restlichen Dreckkörner noch herauspusten. Dann nehme ich mir einfach eine Luftpistole. Schutzbrille ganz wichtig, dass euch der Dreck nicht in die Augen fliegt. Halte hier einen Lappen herüber. Und puste mein Gewinde aus. Kurzer Blick, ob der Kerzensitz auch gereinigt ist. Danach nehme ich mir die neue Zündkerze. Kontrolliere, ob meine Dichtung auch richtig sitzt, die Ausrichtung der Nasen passt. Insofern das gewährleistet ist, nehme ich die Zündkerze, schraube sie wieder rein. Dazu nehme ich wieder meinen Spezialsteckschlüssel und drehe die Zündkerze in ihren Sitz. Um zu garantieren, dass die Kerze auch nicht an Halt verliert, muss ich sie mit 50 Newtonmeter festziehen. Wichtig ist, dass ich die Zündkerze bis spätestens 24 Stunden nach Einbau mit 50 Newtonmeter nochmal nachziehe. Anschließend kann ich meinen Zündkerzenfangschutz wieder montieren. Ich ziehe die Schrauben erst bei. Nehme dann wieder meinen Drehmomentschlüssel und ziehe die Schrauben mit 12 Newtonmeter fest. Wenn ich den Zündkerzenfangschutz wieder festgezogen habe, nehme ich meine Steckverbindung von der Zündspule und von meinem Brennraumtemperatursensor. Und dann habe ich die Zündkerze gewechselt. So, das war's für heute mit dem Thema Zündkerzenwechsel. Ich freue mich auf das nächste MWM Service Tutorial und auf eine weitere Folge von Durchdacht gemacht.